Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Wildflowers. Ja, in der letzten Folge wollten die alle nicht mehr arbeiten plötzlich und sind alle nach Hause gerannt und haben mich einfach so alleine gelassen mit meinem Bedürfnis, Dinge einzukaufen und zu verkaufen und überhaupt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das heute vielleicht ändern können. So, ach so, was ich auch noch machen muss, das habe ich total vergessen in der letzten Folge. Ich muss mir noch so einen Belebungstrank machen. Boah, lauf doch nach oben. Mensch. Hier könnte ich noch eine Sache pflanzen. Was? Ach so, genau, die Erdbeeren. Erdbeeren muss ich sogar pflanzen. Das habe ich total vergessen. Die haben uns nämlich extra in der letzten Folge gekauft, weil wir nämlich 5 oder 6, sechstens glaube ich, Erdbeeren brauchen für den Bäcker. 10 Minuten. Okay, dann nehmen wir erstmal den unten. So. Und dann nehmen wir den hier oben. Eigentlich müsste ich hier oben ganz viel Kompost machen und unten endlich mal die Blumenbeete machen. Das ist echt schrecklich. Gut, wir müssen da nochmal kurz rein. Dann müsste ich theoretisch alles, genau, für den Trank haben. Den brauchen wir auch mal nebenbei. Ist natürlich klasse, wenn man den Trank einfach aufsetzt und dann geht. Aber ich sag mal, das ist ja, denke ich mal, normal bei denen. Ist da? Ja, da ist was zum Einsammeln. Sehr schön. So, da hacken wir jetzt auch noch einmal drauf. Plupp. Und kriegen direkt 3 raus. Wir brauchen nämlich ganz viel noch für die Scheune. Ah, da oben habe ich jetzt auch gerade noch Unkraut gesehen. Das nehmen wir natürlich auch noch schnell mit. Weil, wie gesagt, davon brauchen wir auch noch ganz viel. Ja, das ist ein bisschen, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr davon machen sollen. Dann schauen wir hier auch nochmal nach. Achso, unser Küken müssen wir natürlich auch noch füttern. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bekommen wir wohl erst die Kühe zum Verkauf angeboten, wenn das Küken wahrscheinlich groß ist. Ach, da kommt gerade einer. Oh, warte. Nicht weglaufen, ich muss kurz mit dir reden, sonst finde ich dich nachher nicht mehr. Hi. So, I played the Mayor's Getting to Know You game. Was quite a challenge. Did you know there's a fellow who lives by himself in the woods? Yep, that's Shelby. I'm sure there's a story there. Definitiv. So, jetzt darfst du weitergehen. Jetzt kraule ich Kitty noch mal schnell. Oh, such a good cat. Und hab wieder Katzenfell bekommen. Sehr schön. So, was wir jetzt nicht vergessen dürfen, das arme Küken, was schon weggelaufen ist, noch eben zu füttern. Wir sehen es nicht, aber wir müssen es füttern. Und wir können es immerhin hören. Ah. Oh. So ein kleines, knuffliges Küken wäre doch schön für zu Hause. Nur, dass dann irgendwann so eine doofe Henne daraus kommt. Die will ich nicht. Das wäre mir dann zu viel und zu groß und nicht schön genug. Also nicht süß genug, besser gesagt. So. Schauen wir mal. Wir können ja wieder was ausgraben. Ah, das kann man anscheinend täglich machen. Ja, sehr geil. Und das? Nee, ist doch nicht gerade ein Baum gewachsen. Ich wollte gerade schon sagen. Okay, also da müssen wir auf jeden Fall auch jeden Tag jetzt ab heute immer mal gucken. Da ist auch noch eine Pflanze. Die können wir... Nee, wie ich gedacht habe, die kann man wahrscheinlich alle 3 Tage oder so nur machen. So, da ist noch was zum Ausgraben. Is it? It is! A recipe! Mochito. Ja, ich sag doch, die kostengünstigste Art und Weise, an Rezepte zu kommen, ist einfach welche auszugraben. So, da oben müssten wir eigentlich dann nicht hin, weil da könnten wir höchstens abpflücken. Aber das brauchen wir jetzt im Moment nicht, weil wir haben ja noch nichts.
Könnten aber gucken, es kann sein, dass hier unten noch irgendwo eine Pflanze gewesen ist. So eine Blume. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, genau, hier hinten ist noch was. Okay, perfekt. Ich denke, dass wir dann nicht nach oben müssen. Dass wir uns zumindest den Weg jetzt erstmal ersparen können, wenn wir jetzt nicht den Tag haben, wo wir diese... Was waren das? Blaubeeren waren unten. Brombeeren, ne? Wo wir die Brombeeren abernten können. So, jetzt ist es natürlich schon etwas später, aber wir müssten eigentlich nochmal zu Thomas rüber. Oh, habe ich das eben nicht gesehen, oder? Nee, ich glaube, ich habe es einfach nur nicht gesehen. So, Thomas, ich hoffe, du bist da. Ja, perfekt. Und vorher nochmal eben Hexenkraut holen. Ganz wichtig. Hallöchen. There hasn't been anyone up in that weather station for going on 3 decades. I hope Giva doesn't mind dust bunnies for company. Nö, ich glaube, das hat die ganz gut im Griff. So, reden wir mit ihm auch noch mal kurz. Schwupps. Und immer so verbissen, wenn ihr darüber springt. I just got these high-tech coveralls that are supposed to wick sweat away. Oscar Wilde said, you can never be overdressed or overeducated. But adding another layer on top of my farm clothes in summer is like literally overdressing. Dann, mach es einfach nicht. Könnte auch noch eine Option sein. Ich meine, naja. Oh, er hat schon alles abgeerntet. Ich finde es immer noch blöd, dass man die Sachen nicht selber abernten darf. Hier oben können wir nichts machen. Vielleicht finden wir unten noch eine Muschel oder irgendwas in der Richtung. Ah! Ich habe ehrlich gesagt nicht dran geglaubt, aber wir haben tatsächlich noch einen gefunden. Sehr schön. So, angeln würde ich zwar heute auch gerne, aber ich wollte jetzt erstmal gucken, dass ich ein bisschen zusammen, also wenn ich hier durch bin mit meiner täglichen Runde sozusagen, dass ich dann auch ein bisschen Holz und so weiter zusammen farmen kann. Eine Kokosnuss, sehr schön. Das können wir nicht sammeln, ne? Weil das so klein ist. So. Jungs, ist von euch gerade jemand draußen? Nein. Anscheinend sind sie entweder alle bei der Arbeit oder komplett woanders. Na gut. Dann gehen wir weiter. So. Oh, der sitzt wieder da. Wie geil. Ah, hin. Mach schon. The best secrets become stories. So many of our legends are secrets echoed amongst time. Ja. Einwohner. Ich weiß immer noch nicht, warum eigentlich Einwohner, beziehungsweise warum ist klar, aber wo er überhaupt wohnen soll. Dara, be honest. Do you think Lena dislikes me? What? No. Did she say something? She's just so reserved. I've lived here for a few seasons, and I feel like I hardly know her. There's some part of herself that she's just not sharing. Okay. Werde ich sie da gleich drauf ansprechen? It seems we have a new neighbor. I saw Cameron on his way to visit her, hoping to convert a new acolyte, I presume. I'm sorry. That wasn't very nice of me. I'm sure he was just being neighborly. Offenbar wollen wir sie nicht darauf ansprechen. Na gut, dann kaufen wir noch mal neues Mehl. Ich weiß, das ist viel, aber wir müssen ja wieder für Nachschub sorgen. You know the statues in Town Square? Well, I'm related to them. Molly and Peggy Doll, I mean. Ja. Mommy had me start a dream journal. She said it's a good idea to keep track of your dreams, so you can go back and reflect on them. But so far, it just feels like more homework.
Zumal man sich ja oft nicht an seine Träume erinnern kann. Das kommt ja auch noch hinzu. So. I thought that old bridge was never gonna get fixed up. That thing was built steady as a tree trunk, but it collapsed anyway. Always wondered if someone tinkered with the supports. Man weiß es nicht. Gut, dann kaufen wir uns noch. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, doch, doch. Komm. Noch 9 Würmchen. Oh, sie hat geöffnet. Sehr geil. Moment, wir müssen erstmal mit dir sprechen. Every summer I tell myself to take advantage of Juliet's break to spend more time with her. But I think she's already reached the stage where hanging out with your mom is no longer cool. Ja, das kennt man ja. So, Fischstäbchen verkaufen. Alle. Wie viel haben wir eigentlich gemacht? 10 Stück haben wir gemacht. Da klingelt die Kasse. Sehr geil, sehr geil. Ja, dann können wir mit dir noch reden. Damon, do you ever get out in nature at all? Nah, it's too hot. And the only flies I like are barflies. ja. Lassen wir jetzt mal so stehen. Hey, have you been finding your time in Fairhaven restorative? I can tell another city-weary soul when I see one. It's been great so far. A lot of work, but great. So, tell me. I imagine you must have had many admirers back home. Did you leave anyone special behind when you left? Du bist interessanter. Oh je. ja, aber es ist vorbei. Ja, aber ich bin noch nicht darüber hinweg. Nee, es ist vorbei. Yes, actually. I was engaged. But it's over now. Well, your fiancé was a fool, whoever they were. But I think a much brighter love is in your future. I've gotten the impression that there are quite a few people in town who would like to get to know you better. I might have to fight them off to get some time with you. Die wird so zutraulich bei einem Herz. Oh je. Also was heißt oh je? Das finde ich toll. Weil es dauert ja lange, bis man da bei der durch ist. Giva seemed so familiar to me, and then I realized she is my friend Alice's ex. Alice lived in my dorm in undergrad and had a picture of Giva on her wall. Wow, small world. I'm convinced you can connect any lesbian in the world to any other by less than 6 degrees. Jetzt hat sie es das erste Mal gesagt. Ich meine, vorher hat sie es noch nicht erwähnt. Jetzt hat sie, ich war nämlich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass sie mich jetzt, naja gut, sie hat mich ja nicht angemacht, aber ich hätte sie jetzt anmachen können. Bei der einen ist das ja klar, ich meine, das sieht man ihr quasi schon an, also nicht wortwörtlich, aber ne. Ja, und bei, ach, die habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, da fangen wir am besten auch nochmal ganz links an, würde ich sagen. Dem muss ich alle noch reden, eieieiei. Ja, aber von ihr kam da jetzt so nichts rüber, dass man das jetzt hätte ahnen können oder so. Meine ich zumindest. Ich meine, ich spiele jetzt auch schon wieder ein paar Folgen. Wanna know a secret? Do I ever? The number one mistake that beginning bakers make is fudging their measurements. A tablespoon of peppermint extract is super different from a teaspoon. And don't ever estimate a cup of sugar. You'll always oversweeten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Do you ever miss your job back in the city? Sure do. Whenever I make rookie blacksmithing mistakes, which is still weekly. But at least I get to do more with my hands than type all day. Ja, tippen, obwohl tippen ist eigentlich nicht so schlimm, finde ich. Im Moment habe ich ja angefangen mit, also zeichnen habe ich ja immer schon gemacht, aber jetzt fange ich an, auf ein Grafiktablett zu zeichnen. Die ersten Versuche waren nicht schlecht, aber man muss sich wirklich extremst dran gewöhnen, weil es ist doch was anderes, wenn man auf Papier zeichnet, wo man das Ganze auch ziemlich gut schon beherrscht, ist es doch was ganz anderes, als plötzlich dann auf irgendeinem Monitor zu zeichnen und dann vielleicht auch die Stiftdicke dann variabel ist, je mehr man drauf drückt und ja, das ist doch schon ein bisschen heftig. Oh, I am so thankful for modern AC technology.
Getting sweaty pit stains is humiliating. In the apartment where I grew up, my sister and I used to play this card game called Briska. Whoever won got to park themselves right in front of the AC. The loser just had to suffer. What's your sister like? Well, she and I don't really talk. I think she's kind of done with our family. And I get that. Okay. Ja, dein Silber werde ich wahrscheinlich nie kriegen, weil ich irgendwie nicht dazu komme, zur nächsten Ebene reinzugehen. Ich bin zwischendurch schon mal öfter in der Mine jetzt gewesen, aber irgendwie finde ich den Schlüssel nicht. Ich habe so die Befürchtung, dass ich den auch nicht finden kann, wenn ich weiter nur die Erze mache, sondern ich habe die Befürchtung, ich muss diese Edelsteinhäufchen da machen. Das hört sich seltsam an. Ich weiß es aber nicht. Also wenn ihr das wisst, ob es daran liegt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kann ich so mal versuchen, eine Ebene weiterzukommen. Nur ich habe das dann meistens mit meiner Restenergie gemacht und habe mir dann immer gedacht, okay, je mehr Erze ich natürlich mitnehmen kann, umso besser ist das dann letztendlich. I'll be glad when this summer comes to an end. Fall is my favorite time of year. Crisp air, apples, elections. Ja. Schauen wir mal hier, was wir hier... Erze könnte man... Die Frage ist nur... was ist denn das hier überhaupt? Mandeln. Okay, wo kriege ich die her? Sind das Ei? Nee, das ist Silber. Oh, das will er auch noch zusätzlich haben. Na gut. Ja, aber beim Erz bin ich mir nicht so sicher. Ich bin ja schon froh, wenn ich überhaupt Erze hole. So, what happened to your friends back in the city, huh? You gonna go visit them this summer? A lot of them moved away before I did. It's expensive living in the city. Expensive? It's friggin' criminal. I've looked up the rent costs. Naja, sagen wir es mal so. Auf dem Land sollten die Kosten ja, also die Mietkosten wesentlich höher sein, weil das ist ja das, wo die Leute sein wollen. Giver is quite the determined young woman. She reminds me of myself when I came to Fairhaven. I hope she'll find this town just as welcoming as I did. Ich war gerade am Überlegen, von wem die jetzt eigentlich spricht. Ja klar, die spricht natürlich von der Neuen. Von dieser, was war das jetzt? Meteorologin, glaube ich. Lena always expects me to come visit Marcus in Milkwater. And don't get me wrong, I'm happy to. But I wish she made more time to come visit my mom in the city. Das kann ich verstehen. Wobei es natürlich auch sein kann, dass sie sie jetzt nicht so mag. Oder vielleicht umgekehrt. Die Mutter mag sie nicht so und das spürt sie und deswegen möchte sie da eigentlich gar nicht hin. So, die können wir noch nicht machen heute Abend. Das heißt, wir können den Abend eigentlich wieder überspringen. Weil da eh nichts Neues sein wird. Da haben wir auch nichts. Ah, da oben sehe ich was. Da oben sehe ich was. Ganz wichtig. Eine Alraune. So. Shelby ist gerade nicht da. Ich bin gerade am Überlegen, aber ich habe den unterwegs nicht gesehen, soweit ich weiß. Bin ich jetzt alle unten schon abgegangen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich kam doch... Ja klar, ich kam doch von unten, ne? Ja doch, ich habe ja auch die Fischstäbchen verkauft und so. Doch, dann bin ich die unten abgegangen. Dann würde ich fast sagen, dass wir diese Folge ausnahmsweise mal ein bisschen kürzer gestalten. Ich überlege jetzt gerade, was brauche ich jetzt noch genau? Ich brauche auf jeden Fall Holz. Und ich habe auch noch nicht genug. Ich habe auch noch nicht genug Geld. Holz und Eisenbarren brauche ich 60 Stück. Da gehe ich jetzt auch noch mal eben hin. Aber 60 werde ich da nicht rauskriegen. Mal schauen. So. Schauen, wie viel wir hinkriegen. Haben wir jetzt 16 oder 60 brauche ich? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Aber ich meine 60. Also ich mache mal alle.
Ja, 60, genau. Das heißt, ich muss auf jeden Fall in die Mine und ich muss auf jeden Fall ja, noch Holz sammeln. Wobei ich das Holz dann nicht mehr in dieser Folge sammeln werde. Ja, dann würde ich doch glatt behaupten, ach so, kann ich mir noch irgendwie so einen Tee machen? Weil die waren ja eigentlich auch nicht schlecht. Ich weiß nur gerade nicht mehr, was ich dafür brauche. Ich sag mal, alles, was ich natürlich zusätzlich noch habe, ist natürlich schon mal was Gutes. Hm, so ein Stärkungstee, genau. Ach, das waren die Mondblumen. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mal 6 Stück. Dass ich dann immer 2 nehmen kann, was eigentlich Blödsinn ist, weil ich ja eigentlich 3 bräuchte. Ah, nein, nein, nein. Aber das ist gut, wenn ich selber Erdbeeren herstellen kann. Könnte ich so einen Bärensmoothie machen. Ja, und hier habe ich jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, was ich da jetzt genau für brauche. Aber gut, ich meine, ich habe ja jetzt auch den Dings noch nicht. Schokoladencupcake wäre auch drin. Habe ich Eier gekauft oder warum habe ich so viele Eier? Gibt es auch normale Cupcakes hier? Was ist da mit Blaubeeren? Da bräuchte ich dann allerdings Zucker für. Den Zucker brauche ich jetzt erstmal. Aber das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Weil das sind nämlich alles Sachen, die ich theoretisch sammeln könnte. Dafür brauche ich die Nuss. Die Nuss habe ich nicht. Okay, was habe ich davon? Habe ich. Ach so, stimmt. Ich hatte kein Mehl mehr, deswegen konnte ich ja keine mehr machen. Dann nehmen wir 2. Nein. Nein, halt. Und den haben wir nicht. Den haben wir auch nicht. Den haben wir wahrscheinlich auch nicht. Nee. Okay. Ich habe aber noch 7 Mehl drin. So. Da wir jetzt 10 vor 1 haben, würde ich sagen, ich laufe noch mal kurz zur Stadt, verkaufe noch mal eben die Fischstäbchen. Das kann ich euch ja gleich noch mal kurz reinschneiden. Und dann werde ich noch ein bisschen farmen gehen. In der Mine erstmal. Wenn irgendwas Interessantes ist, schneide ich das natürlich noch hinzu. Ansonsten sehen wir uns gleich, wenn ich... vielleicht könnte ich da auch noch mal eben neue holen. Das mache ich noch mal eben am Rande. Nein, nein, nein. Genau, machen wir mal. Oh, 2 dazu, so. So, was ich sagen wollte, ansonsten sehen wir uns gleich, wenn ich, ja, im Endeffekt mich verabschiede. Moment, haben wir mit ihm schon gesprochen? Marty seems really familiar, but I can't put my finger on how I know him. He's from the city, and the old Cameron used to party there. Maybe we crossed paths years ago? Ja, das kann natürlich sein. Ho, sun's out, buns out! Whoa there, Kai! Oh, hey, I totally meant hamburger buns. A sunny summer day is the best for throwing meat on the grill. Ich denke immer eindeutig zweideutig oder macht er mal einen eindeutig zweideutigen Witz und ich habe Migräne und kriegt das nicht mit. Das ist doch... Ja. Aber ich meine, es muss ja weitergehen, deswegen... So, oh, sehr geil. 7 können wir noch verkaufen. Dann haben wir schon fast das Geld zusammen. Ich glaube, 1800 waren das, ne? Sehr, sehr geil. Ja, dann, wie gesagt, ich farme jetzt noch eine Runde in der Mine. Und sehe euch dann... Moment, der Bäcker hat zu. Haben wir mit ihm gesprochen? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Doch, hatten wir. Okay. Ja, sehe euch dann gleich, wenn ich mich verabschiede. Congrats. On what? You're not the newest person on the island anymore. So you don't have to worry about the twins messing with you. Oh, I hope that Mr. Emerson guy is ready. Time for bed. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Vielen Dank für dein Like und wenn du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das natürlich auch gerne tun.